Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag mit dem Titel Molekulare Schnappschüsse mit kurzen Laserlichtblitzen. Mein Name ist Birgitta Schulze-Bernhardt und ich bin Experimentalphysikerin. Ich bin Associate Professorin an der Technischen Universität in Graz und ich freue mich, dass ich in der nächsten Viertelstunde Gelegenheit habe, Ihnen unsere Forschung ein bisschen vorzustellen. Sie ist entstanden aus einem Forschungsprojekt, in dem ich unterstützt wurde von der Daimler und Benz Stiftung. Und wie Sie hier auf dem Titelfoto sehen können, beschäftigen wir uns mit Lasern. In dem Beispiel mit einem grünen Laser, der mit Molekülen hier in dieser Gaszelle im Vordergrund wechselwirkt. Und warum wir das machen, zeige ich Ihnen jetzt. Ich würde das aber gerne mit einem etwas alltagsrelevanteren Beispiel motivieren, warum man denn überhaupt kurze Laserlichtblitze oder überhaupt kurze Lichtblitze brauchen könnte. Und da bringe ich Ihnen hier mal zwei Fotos, zeige ich Ihnen mal zwei Fotos, die ich gemacht habe von einem ultraschnellen Prozess, nämlich dem Flügelschlag eines Kolibris. Sie sehen, dass man sehr auf die Belichtungszeit achten muss, um den kompletten Kolibri scharf darstellen zu können. Links ist die Belichtungszeit zu lange, da sind die Flügel verwischt, weil der sich eben so schnell bewegen kann. Und auf der rechten Seite haben wir hier diese Bewegung festgehalten. Wenn wir jetzt viele von diesen gut belichteten Aufnahmen hintereinander schalten, können wir sogar ein Video machen. Und dabei sieht man dann eigentlich sehr schön, wie sich der Kolibri bewegen kann. Und wir im Laserlabor beschäftigen uns eben auch mit ultraschnellen Prozessen, allerdings noch schnellere als jetzt der Flügelschlag eines Kolibris, nämlich zum Beispiel mit Elektronendynamik, also wie schnell Elektronen sich bewegen können. Und hier sehen Sie eine Darstellung der allerersten Beobachtung eines Elektronenwellenpakets. Da sehen Sie, das kann auch eben schwingen und das schwingt hier sehr schnell mit 6,3 Femtosekunden. Sie sehen jetzt hier auf der Folie Millisekunden, Femtosekunden, das sind Präfixe, die mir vielleicht nicht, die uns nicht so klar sind. Deswegen habe ich das kurz zusammengefasst. Es gibt eben diese Schreibweise von Millisekunden, das kennen Sie bestimmt. Eine Millisekunde ist eine Tausendstel Sekunde und Mikrosekunde ist nochmal tausendmal kleiner. Und so kann man schrittweise noch zu kürzeren Zeitperioden kommen. Zur Nanosekunde, da steht die 1 sogar schon auf der 9. Nachkommastelle. Und die Pikosekunde ist 10 hoch minus 12, das bedeutet, die 1 steht auf der 12. Nachkommastelle. Und so gibt es sogar die Femtosekunde, die ich gerade schon erwähnt hatte, sogar die Attosekunde. Das ist 10 hoch minus 18. Und gerade diese drei letzten Größenordnungen, die werden interessant, wenn man eben Moleküle, molekulare Gase oder atomare Gase sich anschauen möchte. Die Moleküle rotieren und schwingen ziemlich schnell, da braucht man eben diese Zeitskalen. Und wenn man sich Elektronen anschaut, dann sind sogar wenige Femtosekunden bis hin zur Attosekunde relevant. Und hier sehen Sie schon dieses typische Piktogramm von einem Atom. Man stellt sich das oft eben mit Hilfe des Bohrschen Atommodells vor, dass das Elektron so wie ein Planet um den Atomkern kreist. Und Atome sind hier ganz unterschiedlich aufgebaut. Also man hat recht einfache Atome, wie zum Beispiel das Wasserstoffatom, das eben nur aus einem Elektron und einem Proton dann hier besteht. Und dann wird es aber immer komplexer. Je mehr Protonen und mehr sogar Neutronen und Elektronen man hinzufügt. Wenn wir jetzt einen Laserstrahl benutzen und hier mit diesen, in diesem Fall Atomen, ihn in Verbindung bringen, wechselwirken lassen, dann können wir tatsächlich mit diesen Elektronen quasi sprechen. Und das kann man sich mit Hilfe des Bohrschen Atommodells so vorstellen, dass wir mit Hilfe der Laserlichtstrahlung dem Atom Energie zuführen. Dann nimmt dieses Elektron Energie auf und hüpft quasi von einer
Umlaufbahn auf eine andere, auf eine weiter weggelegene. Und genauso kann es aber auch Energie abgeben. Und wie wir das oft darstellen, ist mit Hilfe dieser Querbalken, dass diese entsprechen dann quasi den unterschiedlichen Zuständen, die das Elektron annehmen kann. Und so kann das eben das Elektron von einem Grundzustand, einem angeregten Zustand durch Energieaufnahme, zum Beispiel durch Aufnahme dieses lilafarbenen Photons, energetisch angeregt werden. Und es könnte zum Beispiel sogar spontan auf einen anderen Zustand fallen und dabei Licht wieder aussenden mit einer anderen Farbe, mit ein anderes Photon, das eben eine andere Energie hat. Und diese Energie, diese ist gequantelt. Also man hat hier eine ganz bestimmte Beziehung, die ist, kann ganz unterschiedlich und individuell sein, je nachdem, mit welchen Atomen wir es zu tun haben. Und gerade diese individuelle Eigenschaft machen wir uns zunutze. Um mehr über Atome und Moleküle herauszufinden. Wir können diese individuellen Energieabstände sogar dazu nutzen, dass wir überhaupt erkennen, mit welchen molekularen Gasen wir es zum Beispiel zu tun haben. Das könnte der Fingerabdruck sein. Und ein ganz bekanntes Beispiel sind die Fraunhofer-Linien. Der Josef von Fraunhofer hat vor über 200 Jahren mit Hilfe eines solchen Aufbaus mit einem Prisma sich das Sonnenspektrum genauer angesehen. Und er war einer der ersten, der festgestellt hat, dass das gar nicht so ein Kontinuum, also der Regenbogen zwar natürlich ein Regenbogen ist, aber dass dort tatsächlich ein paar Farben fehlen. Das sind so schwarze Linien. Und es hat tatsächlich mehr als also fast ein halbes Jahrhundert gedauert, bis Kirchhoff und Bunsen herausgefunden haben, dass das einfach daran liegt, dass chemische Elemente, die auch bei uns in der Erdatmosphäre vorkommen, bestimmte Farben absorbieren, verschlucken und dadurch kommt bei uns eben solch ein geformtes Spektrum an. Und diese Form der Absorptionsspektroskopie ist jetzt eigentlich nur ein Beispiel. Wir nutzen die Absorptionsspektroskopie nicht nur in der Physik, da in verschiedenen Disziplinen, aber auch in der Astronomie, auch in der Chemie, Medizin oder in den Geowissenschaften. Und im Prinzip ist das der experimentelle Aufbau dafür relativ einfach. Man hat einfach oft eine Lichtquelle, das könnte sogar eine Glühbirne sein, und die lassen wir wechselwirken mit unserer Probe, die uns interessiert. Und dann fächern wir das Licht auf mit Hilfe eines dispersiven Elementes, zum Beispiel hier dieses Prisma, das dafür sorgt, dass unterschiedliche Farben in unterschiedliche Richtungen laufen, aufgrund des unterschiedlichen Brechungsindex für unterschiedliche Farben. Das heißt, das Licht wird unterschiedlich gebrochen. Und ein Detektor macht uns dann das hier sichtbar, diesen Regenbogen. Und dann hat man eben durch systematische Experimente herausgefunden, was jetzt genau, also welches Element für welche dunkle Linie quasi verantwortlich ist. Mittlerweile machen wir das eben nicht mehr mit Glühbirnen, sondern wir benutzen Laser. Die haben unterschiedliche Eigenschaften, die sind sogenannt kohärent, also die sind auch gerichtet und da können wir einfach bessere Ergebnisse auch erzielen. Und man könnte einen Laser nehmen, bei dem man die Farbe so langsam ändert. Das war früher ganz oft gang und gäbe, sodass man dann die Farbe quasi durchgestimmt hat. Und je genauer man hinschauen wollte, desto länger hat dann die Messung gedauert, weil man eben ganz fein dieses Spektrum abtasten musste. Wir arbeiten mit einer Methode, die eben sehr kurz gepulste Laser benutzt. Und die haben eben den Vorteil, dass wir automatisch ein breites Spektrum mit jedem Laserschuss erzeugen können. Und dazu können wir das natürlich auch nutzen. Das bedeutet also, wir messen solch ein breites Spektrum nur mit einer einzelnen Messung und sind dadurch eben viel schneller als so ein abtastender Laser zum Beispiel.
Und die besonderen Laser, die wir benutzen, heißen optische Frequenzkämme. Die sind ganz besondere Laser, die sehr stabil laufen. Und mein Doktorvater Theodor Hensch hat unter anderem dafür den Nobelpreis für Physik 2005 bekommen. Und warum heißt dieser besondere Laser denn überhaupt Frequenzkamm? Das liegt daran, dass wenn man ganz genau hinschaut auf das Spektrum dieses Lasers, dann besteht er eben nicht aus einem Kontinuum, also kontinuierlichem Regenbogen, sondern er hat diese äquidistanten Linien, die an einen Kamm erinnern. Und für unsere Methode benutzen wir sogar zwei von diesen sogenannten Frequenzkämmen für die Dualkammspektroskopie. Wie die genau funktioniert, würde jetzt leider den Rahmen sprengen unseres kurzen Augenblicks, aber ich zeige Ihnen mal ein Ergebnis. Hier sehen Sie so ein Spektrum, das wir mit einem Dualkammspektrometer im nahen Infrarot gemessen haben. Und das ist jetzt zum Beispiel in Ammoniak eine Absorptionseigenschaft hier, die sehr, sehr schwach ist. Aber mit unserem Spektrometer war es uns zum ersten Mal möglich, mit einer sehr, sehr hohen Auflösung das zu erreichen. Und das Tolle ist eben, durch diese kurzen Laserpulse haben wir sehr viel Information mit nur einer einzelnen Messung. Diese Messung hat nur 10 Mikrosekunden gedauert. Weil wir eben diese sogenannten Frequenzkämme benutzen, haben wir eine sehr hohe Genauigkeit und Präzision für diese einzelnen Linien. Und wenn wir jetzt unsere Messzeit sogar noch ein bisschen erhöhen, können wir sogar die spektrale Auflösung noch weiter vorantreiben. Das haben wir auch gezeigt, jetzt nicht in diesem Spektrum, aber bei anderen Messungen. Und um das zu vergleichen mit traditionellen Methoden, würde ich sehr gerne muss jetzt ein Beispiel mit Bayern herhalten, weil ich aus Bayern bin. Die sehr weit verbreitete traditionelle Methode heißt Fourier-Transformspektroskopie, ist sie abgekürzt mit FTS. Und die spektrale Auflösung skaliert eigentlich im Prinzip mit der Größe des Geräts. Und um eine ähnliche Auflösung mit einem Fourier-Transformspektrometer zu wollen, bräuchte man einen Verfahrweg von 65 Kilometern. Und das ist eben die Distanz ungefähr von München bis zum Chiemsee. Und ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, dass das nie realisiert werden würde. Das Tolle jetzt an dieser Dualkammspektroskopie ist unter anderem, dass die eben viel kompakter ist. Und mit Hilfe der Daimler und Benz Stiftung haben wir zum Beispiel dieses Dualkammspektrometer realisiert. Das läuft im sichtbaren Bereich und Sie sehen, das ist natürlich wesentlich kompakter als 65 Kilometer. Das ist ungefähr 1 Meter mal einen halben Meter. Und was machen wir jetzt mit diesem Spektrometer? Wir wollen das sehr gerne weiterentwickeln. Wir wollen im sichtbaren Bereich messen, aber auch im ultravioletten Bereich, also noch bei höheren Energien. Das ist interessant, weil wir da eben mit diesen Elektronen sprechen können. Und Elektronen sind ganz ein wesentlicher Bestandteil für photochemische Prozesse im Prinzip oder überhaupt chemische Prozesse, Bindungen. Und wir haben zwei Projekte, die jetzt ganz kürzlich gestartet sind. Die sind vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, ein Startpreis finanziert und ein Starting Grant vom Europäischen Forschungsrat. Und hier konzentrieren wir uns tatsächlich etwas in unterschiedliche Farbbereiche, den nahen Ultraviolettbereich und den extrem Ultraviolettbereich, der noch höhere Energien abdeckt. Und Sie sehen hier, dass es ganz viele verschiedene Elemente gibt von atmosphärischer Relevanz, die bei uns in der Erdatmosphäre vorkommen. Und mit diesen Methoden können wir jetzt genauer hinsehen, was passiert auch in diesen verschiedenen molekularen Gasen. Weil wir so eine hohe spektrale Auflösung haben, können wir auch sehr komplexe Gasgemische dann untersuchen mit sehr unterschiedlichen Konzentrationsverhältnissen. Und wir können sogar Videos aufnehmen, so ähnlich wie mit dem Kolibri am Anfang. Da können wir also tatsächlich auf der Femtosekundenskala uns angucken, was passiert, wenn molekulare Gase mit UV-Licht angeregt werden, ähnlich wie
die Sonne ja auch UV ausstrahlt. Und das ist eines unserer spannenden Projekte. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch eine sehr junge Forschungskomponente zeigen, die ich sehr aufregend finde, weil wir dafür eigentlich zum allerersten Mal das Laserlabor verlassen. Und zwar haben wir aus unserem Dualkammspektrometer von der Daimler und Benz Stiftung nun unser erstes portables Dualkammspektrometer gemacht. Wir haben es etwas umgebaut und auf einen Verschiebetisch gesetzt. Das sehen Sie hier und das haben wir ganz nah ans Fenster geschoben und haben nun unsere Atmosphäre in Graz etwas genauer untersucht. Also wir leuchten hier tatsächlich raus auf den Campus und ein Spiegel reflektiert uns den Laserstrahl und dann detektieren wir das Signal. Und das ist natürlich so, dass wir sind hier im grünen Bereich, das ist, heißt ungefähr bei 500 Nanometer. Wir wollen uns da Stickstoffdioxid ein bisschen genauer ansehen. Das hat also einen hohen Absorptionswirkungsquerschnitt und deswegen hoffen wir eben da ein bisschen genauer über die Konzentration Informationen zu sammeln. Und wenn wir das als nächsten Schritt dann ein bisschen verbreitern, also im Moment sind wir eben sehr limitiert bei diesen 500 Nanometern, wenn wir allerdings es mehr abdecken, können wir sogar die Photodissoziation ein bisschen genauer untersuchen. Unsere ersten Feldmessungen haben wir eben auf dem Dach des Nachbargebäudes mit freundlicher Unterstützung der Geodäsie ausprobieren können. Sie sehen hier die Rückseite von Silberspiegeln und durch mehrfache Reflexion war es möglich, dass wir ungefähr einen Luftweg von 400 Metern erreichen konnten. Und da sehen Sie eigentlich sehr schön, obwohl wir ganz wenig Licht, also wenige 1 Milliwatt an Leistung hier benutzen, sehen Sie, weil auch also Kamera und auch unser Auge sehr empfindlich ist für das Grüne, sehen Sie hier diese Streuung und den Lichtweg sogar hierüber zu dem Spiegel. Und ich freue mich, dass wir Ihnen auch oder ich Ihnen erste Ergebnisse zeigen kann. Und zwar sehen Sie hier das in Blau das Laserlicht, was wir losschicken, und in Orange das, was wir zurückbekommen, und ausgerechnet die Transmission in dieser roten Linie. Und diese Dips sind tatsächlich genau das Stickstoffdioxid. Und das werden wir jetzt ausbauen, werden unterschiedliche Geometrien ausprobieren, werden eben die spektrale Breite erhöhen und werden das nicht nur uns mit Stickstoffdioxid beschäftigen, sondern auch mit anderen Gasen zu unterschiedlichen Tageszeiten und Jahreszeiten und auch mehr über photochemische Prozesse in unserer Atmosphäre herausfinden. Und wir werden vielleicht nicht den Grazer Uhrturm in unsere Messungen mit einschließen mit einem Retroreflektor. Das wäre nicht so hübsch, aber wir werden eben unterschiedliche Orte in Graz vermessen. Und wenn ich jetzt Ihr Interesse geweckt habe, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mal unsere Webseite besuchen. Die steht hier unten. Oder Sie können auch mit Ihrem Handy mal den QR-Code scannen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.